Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit, aber auch mit einem ungewöhnlichen, sehr überraschenden und leider auch ein bisschen traurigen Anlass. Denn wir alle haben uns so auf Dancing Stars heute Abend gefreut und wir haben uns so auf Karina Sakisova und ihre spitzen und witzigen und teilweise berührenden Bemerkungen gefreut und auf die Frage, ob sie wieder weinen muss oder nicht. Aber dazu wird es nicht kommen, denn wir haben gerade die Meldung erhalten, Karina Sakisova hat Corona, kann deshalb heute bei Dancing Stars nicht auftreten. Und jetzt ist sie mit uns live verbunden telefonisch. Schönen Nachmittag, Karina. Hallo, schönen Nachmittag, Österreich und Wolfgang Fellner. Hi. Karina, das war eine Schockmeldung. Über 100.000 Zugriffe in den letzten 20 Minuten auf die Meldung, Karina Sakisova kann wegen Corona heute Abend nicht an Dancing Stars teilnehmen. Was ist denn da passiert, Karina? Naja, also dadurch, dass ich doch in einem großen Betrieb arbeite, in der ungarischen Staatsoper, und da gab es schon einige Fälle in der Zeit, jetzt in der Vergangenheit, habe ich mich routinemäßig testen lassen und war selber sehr überrascht, weil Symptome habe ich kaum. Also erst nachdem ich gesehen habe, dass das Testergebnis positiv ist, ist mir dann gerade gleich schlecht gegangen. Aber ansonsten bin ich nicht wirklich also im Bett oder leide nicht wirklich drunter. Ein bisschen nur halt Schwäche fühle ich und das war es dann auch. Aber ich muss in die Quarantäne und leider darf ich bei Dancing Stars nicht dabei sein. Das ist wirklich traurig für mich auch. Zur Erklärung muss man sagen, Karina, du bist derzeit in Budapest. Du bist dort die Ballettchefin der Budapester Staatsoper. Hast dort natürlich mit sehr vielen Tänzern zu tun. Und du hast gesagt, da waren in letzter Zeit eine ganze Reihe Corona-Fälle. Genau. Und irgendwo habe ich das auch dann mitgenommen, sagen wir so. Ja, du musstest natürlich dann mit vielen Tänzern Kontakt haben. Du trainierst die ja, du arbeitest mit denen. Und dann hast du da gedacht, sicherheitshalber, bevor ich nach Österreich fahre, mache ich einen Corona-Test, was ja extrem rücksichtsvoll von dir ist. Das habe ich immer gemacht, eins hier, eins dann in Österreich für die Rückreise und eins bevor Dancing Stars begonnen hat, wird jeder getestet, hat jeder einen Schnelltest. So, das war ganz normaler Vorgang für mich, aber ich bin schon im Zug gesessen, wie ich das E-Mail bekommen habe, dass mein Test positiv ausgefallen ist, ja. Das heißt, du hast überhaupt keine Wirkungen gespürt. Du bist nicht krank, du hast kein Fieber, es geht dir gut. Ja, Gott sei Dank, wie man das sagt. Wobei, ich kenne dich ja relativ gut und deine Stimme wirkt schon ein ganz klein bisschen angeschlagen. Ja, also Husten ist schon ein ganz ein heftiges jetzt hat das gerade angefangen, aber wahrscheinlich ist das auch ein bisschen mental oder psychosomatisch, wo man weiß, dass man positiv ist, da kommt alles dann gleich raus. Aber richtig Fieber und richtig dramatischere Auswirkungen hast du keine? Nein, habe ich nicht. Jetzt kenne ich dich, Karina, und weiß, mit welchem Herzblut du an Dancing Stars hängst. Da muss dir ja das Herz richtig gebrochen sein, denn das ist ja nicht irgendeine Folge heute Abend. Das ist das Halbfinale, wo ja das Finale und eigentlich die große Vorentscheidung für Dancing Stars bereits getroffen wird. Oh ja, das tut mir richtig weh, dass ich nicht bei meinen Tänzern, kann ich jetzt schon sagen, weil in 7 Wochen wächst man schon ganz zusammen und man fiebert für jeden mit und ich habe gerade auch eine Botschaft an die Tänzer und nach also zum Eurev geschickt, Videobotschaft,
wo ich das eben sage. Und ich wünsche, dass alle durch irgendein Wunder ins Finale kommen, was natürlich nicht möglich ist. Aber ich wünsche allen Tänzern toi 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 leichte Beine und natürlich viel Glanz, viel Kraft und viel Ausdauer. Da bricht dir ein bisschen das Herz heute Abend, oder? Ja, total eigentlich. Du, Carina, wenn ich dich schon am Telefon habe und wenn es jetzt schon so spannend wird mit Dancing Stars, wie bewertest du denn diese vier Finalisten jetzt? Wie bewertest du denn den Cesar Sampson, bei dem du ja das letzte Mal Tränen in die Augen bekommen hast? Ja, den finde ich fantastisch. Auch er hat sich enorm entwickelt und jede Kritik wirklich zu Herzen genommen und konstruktiv genutzt. Alle Tänze sind sehr stark. Am schwächsten finde ich noch die Natalia, die sich aber so bemüht und so lustig ist, dass man, nachdem sie getanzt hat, bei ihren Geschichten schon vergisst, welche Fälle sie gemacht hat. Und ich habe sie total lieb und wünsche auch ihr viel Glück. Wie das Publikum entscheidet, weiß man ja nie. Also ich weiß nur, dass bei Halbfinale und Finale hat Jury schon wenig zu sagen. Carina, wie bewertest du denn die Michi Kirchgasser, die Ski-Weltmeisterin am Tanzparkett? Die finde ich auch toll. Also ich finde mittlerweile alle toll. Die finde ich auch toll und wünsche ich ihr auch ganz viel Glück. Und wie bewertest du Silvia Schneider, die professionellste oder die Perfektionistin? Ja, die Silvia, die hat überhaupt das fast schon leicht, kann man sagen, weil wie sie sich hinaufarbeitet hat, das ist fantastisch. Es ist eine Augenweide und es ist wirklich toll, ihr zuzusehen, wie sie das macht. Und abschließend, Carina, du bist ja jetzt nicht mehr Jurorin. Wer ist denn dein Favorit? Wer glaubst du, wird Dancing Stars gewinnen? Ich habe wirklich alle lieb, aber also hätte ich jetzt ein SMS verschicken müssen, würde ich wahrscheinlich für Cesar Sampson anrufen. Du würdest für Cesar Sampson anrufen und du glaubst auch, dass er gewinnen kann? Gewinnen wahrscheinlich nicht, da würde er auf Silvia Schneider tippen. Ja. Gut, Carina, ich befürchte fast, dass wir dich dann auch nächste Woche im Finale nicht sehen werden dürfen, weil wahrscheinlich dauert die Quarantäne ja mehr als sieben Tage. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, leider für Finale falle ich auch aus, ja. Weißt du schon, wer dich heute Abend ersetzen wird, wer für dich einspringt? Ja, das ist die Maria Sandner, ehemalige Dancing Stars-Tänzerin. Mhm. Und ich bedanke mich bei ihr und wünsche auch ihr viel Glück, denn es ist kein einfacher Job. Also Carina, 100.000 Zugriffe in 20 Minuten im Internet auf die Meldung, dass du heute wegen Corona nicht in der Dancing Star Jury bist. Das zeigt, wie beliebt und populär du in Österreich bist. Ich wünsche dir im Namen zumindest dieser 100.000, aber ich glaube im Namen aller Österreicher, alles, alles Gute und dass du bald gesund bist und dass da dieses Corona nicht noch ein paar Spätfolgen zeigt, sondern dass es weiter so ein netter Gefährte bleibt wie in den ersten Tagen. Vielen, vielen Dank, lieber Wolfgang. Auch dir wünsche ich alles Gute und es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und ich wünsche allen heute Abend viel Spaß bei Dancing Stars. Ich werde zuschauen und ich werde mit Herz und Seele dabei sein. Gut, das war also die etwas unerfreuliche Nachricht des Tages mit einem ganz, ganz erfreulichen Interviewpartner, mit Carina Sakisova, der wir alles, alles Gute wünschen, dass sie diese heimtückische Corona-Infektion schnell überwindet und
da fließen ein paar ganz, ganz kleine Tränen, dass sie heute Abend bei Dancing Stars nicht dabei sein wird. Das war also ganz aktuell und erstmals Karina Sakisova am Telefon mit ihrer Reaktion auf die Meldung, dass sie wegen einer Corona-Infektion heute bei Dancing Stars nicht teilnehmen kann. Kurze Werbepause und dann geht's gleich ganz spannend weiter.